Wahrheit der Pfad zum Todlosen, Schlaffheit der Pfad zum Tode ist. Die Wachen sterben nie mehr, die Schlafen sind dem Toten gleich. Wenn wir nicht bewusst sind, wenn wir leben nicht bewusst sind, wir sind, ja, wir leben nicht wirklich. Einmal, dass wir immer wieder geboren werden müssen, ja, Geburt, Krankheit, Alter, Tod, immer wieder den Tod erleben. Und noch ist es auch, dass wir jetzt, wo das Leben lebendig ist, gar nicht wirklich lebendig selber sind. Wir sind immer in Vergangenheit oder in der Zukunft mit dem Geist. Wir sind nicht bewusst dessen, was wir wirklich tun. Wie Schlafwandler so ein bisschen. Wir sind ein bisschen so wie die, nicht ein bisschen, wir sind so wie Schlafwandler. Na, wie viele Male schwebst den Geist weg bei dem jetzt Zuhören? Ja, man muss sich immer wieder, oder wird man träge, matt, oder mit Gedanken irgendwo switchen, sage ich richtig? Ja, habt ihr das alle? Ja, man switcht. Wenn etwas Interessantes ist, kann man mehr Aufmerksamkeit, längere Zeit aufbringen. Dass man ein bisschen länger zuhört. Aber trotzdem, man switcht weg. Ja, so kurze Momente, wo man weg ist irgendwo mit Gedanken. Oder so Trägheit, Mattheit kann kommen. Gleich wie ihr Mönche die vielen Arten von Fußspuren der sich bewegenden Wesen alle in der Elefantenspur einbegriffen sind und die Elefantenspur darunter eben durch ihre Größe als die erste gilt, ebenso auch ihr Mönche Wurzeln, was immer es an heilsamen Zuständen gibt, alle diese in der Wahrheit finden sich in der Wahrheit zusammen und die Wahrheit Wachheit gilt unter allen diesen Dingen als erstes. Ja, also Sati, das was wir bei uns bekannt ist als Achtsamkeit, das Wort, das ist bekannt und nicht nur im buddhistischen Kontext jetzt, ist es breitere Wege hat er das bekommen, auch in Psychologie und auch in der Schule schon langsam. Das ist es aber, was Buddha lehrte. Dass ich diese Wachheit ist. Wie tragisch ist es, dass wir so viele Hunderte von Jahren, Tausende von Jahren in so einem unbewussten Zustand lebten. Wir kriegen jetzt erstmal ein bisschen mit, das gibt einen anderen Zustand als den, den wir kennen. Das ist eigentlich die höchste Priorität, dass wir als Menschen uns damit beschäftigen. Aber wo ich das begriffen habe, ja, dass wir so in den Konzepten und so unbewusst leben, ja, das gibt es einen anderen Zustand, was dann wirklich einem Menschen auch einen Menschen ausmacht, wach zu werden, tugendhaft zu leben und welche Wirkung dieses Leben hat. Teilweise haben wir das bisschen schon gewusst, aber so wirklich auch nicht. Und dann haben wir das als Regel genommen und Widerwille dazu, weil dann war eine Strenge drin, ohne Weisheit. Etwas aufzunehmen auf sich ohne Weisheit macht Widerwille. Ja. Wir haben nicht verstanden, wir haben die Freiheit nicht verstanden. Was bedeutet Freiheit? Ja. Es ist also so genial. Ich bin immer wieder so begeistert von dem Dharma. Ja, wir müssen Wege finden. Deswegen ist es so toll, dass hier so junge Leute kommen. Weil wir müssen Wege finden, wie das kommt schon zum Kindergarten. Ohne jetzt welche Dogmen. Ja? Nur wie man die Wachheit schon bei den Kindern übt. In der Schule. Die alle wissen, die spüren und die versuchen, auch die Lehrer. Aber das alles bricht zusammen. So weiter geht es nicht. Alle Systeme sind überlastet. Wahrheit
hätte geholfen. Aber nicht, dass wir optimieren, das Glück optimieren und dass wir Manager schulen, dass sie mehr achtsam sind, dass sie mehr Leistung bringen. Das ist nicht der Weg. Dafür ist nicht die Dharma, noch mehr Leistung zu bringen. Es gibt der Lässigkeit sich hin, das einsichtlose Torenvolk, der Weise aber seine Wachheit behütet als den höchsten Hort. Diese Wachheit muss man beschützen. Sind wir nicht wach, wir gehen unter. Yama klagen und so weiter. Wachheit ist sehr wichtig. Sind negative Emotionen, können wir sicher sein, dass wir nicht wach waren. Ja. Frieden hier bedeutet wach sein. Ist Wachheit, ist Achtsamkeit, Sati da, ja? Diese Wachsein ist da. Und leben wir mit Tugend, ist es hier kein Schmerz, kein geistiger Schmerz vorhanden. Der Geist ist in Frieden. Die Sachen passieren, aber der Geist ist in Frieden mit Klarheit verbunden. So wie die Natur. Ja? Der Sturm, die verschiedenen Sachen passieren. Sonne kommt hoch, dann wird es runter, dunkel, hell und alles, Wind und das weiter. Aber die Natur unten, die ist immer still. So wie den Ozean. Ja? Da kann Gewitter kommen und Sturm und Tornados, alles. Ganz tief unten ist immer Stille da. So ist es in dem Geist auch. Wir müssen aber zu dieser Stille wieder, also die Stille finden wieder. Die ist da. Nur wir wissen nicht wo. Wir haben vergessen. Zwischen zwei Gedanken, den Raum. Schaue da.